Bleischmitz schon bei 327 Grad Celsius. Gold erst bei 1063 Grad. Eine so hohe Temperatur würden die Kuchenformen nicht aushalten. Deshalb kleiden wir sie mit Schamott aus. Dann werden wir uns aus Gips ziegelsteinähnliche Formen herstellen, die gerade so groß sind, dass sie in die ausgekleideten Kuchenformen hineinpassen. Wir brauchen allerdings 3 mm Zwischenraum. Wie erreichen wir das? Indem wir, solange der Gips noch weich ist, auf der Grundfläche 4 Füßchen aus Streichhölzern anbringen. Diese Füßchen stehen dann auf der unteren Schamottfläche auf. Genial. Und wie erreichen Sie die hohen Temperaturen? Mit Hilfe eines Schneidbrenners. Was für Gold verwenden Sie? 22-karätiges. Das bekommt man in jeder Scheideanstalt. Ich sammle Bruchgold und dann tausche ich das Zeug um. Tja, und wenn das Gold geschmolzen ist, gießen wir die Räume zwischen Schamottplatten und Gips damit aus. Zuletzt hebe ich den Gipskern heraus und habe nun eine Wanne aus dünnem Goldblech. Diese Form fülle ich dann mit Blei.